Schorsch TV wird präsentiert von Ihrer Einkaufsstadt Erlangen. Schorsch TV, die Comedy-Show mit Daniel Schorsch-Wagner. Ciao und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schorsch TV. Liebe Freunde, wir sind heute in Erlangen. Wir, das ist meine kleine Nichte, die Michelle, gell? Die ist zu Gast bei uns, einmal wieder übernachten, ja. Süß, die Kinder, gell? Wir sind heute in Erlangen, tun ein bisschen Frühstück und lassen es halt ganz ruhig angehen. Was? Kein Stress und so. Ne? Ja. Schon schwagen wir hier, hallo? Ja, Maus, grüß dich! Ja. Ja, wir sind in Erlangen. Der Michelle geht's gut, ja. Mhm. Ja. Ja, da ist halt verkaufsoffener Sonntag, ja. Erlangener Herbst heißt er, ja. Wie? Ein paar Besorgungen erledigen. Was? Na du, ich habe jetzt überhaupt nichts zum Schreiben da, ehrlich. Jetzt habe ich was zu schreiben. Ja. Maus! Hör mal zu, ich bin 27, ich brauche keine Mütze und keinen Schal mehr. Das ist draußen freilich kalt, ich bin Erwachsener. Ja, kauf ich. Ja. Mitten im Oktober schon? Ja, Schatz. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ich muss jetzt. Ja. Ja, Schatz. Ja, gut. Ich denke an den Ja, ich weiß, der Bruno wird 3. Ja. Ja, ja. Nein, das. Ich besorge das, gell? Ja, Schatz, gell? Ja, ich dich auch. Ja. Ja, Maus, ich dich auch, gell? Ja. Tschüss. Ja. Okay. Du, Michelle, du bist doch sicherlich, ha? Geh mal ein bisschen in die Stadt. Wir müssen für die Tante Sophie noch was einkaufen. Bloß ein paar Kleinigkeiten, ja? Gut, dann würde ich sagen, ziehen wir uns an. Jetzt haben die in Erlangen genau heute verkaufsoffenen Sonntag, wo ich mit meiner Nichte rumsitze. Jetzt geh mal. Nur schnell, das ist in 10 Minuten erledigt. Bis gleich. So, Michelle, jetzt müssen wir da mal schauen. Ganz schön im Stress, du. So, was hat uns die Tante Sophia noch aufgetragen? Mütze und Schal kaufen für Schorsch möglichst schlicht. Ich glaube, das gibt's ja. Du bleibst hier mal draußen und sicherst den Laden, dass keiner reinkommt. Und ich kaufe mal dezent Mütze und Schal, gell? Bis gleich. Ist doch super, oder? Ha? Was? Na? Jetzt ungezogenes, Kind ungezogenes. Falli, ganz dezent, hey. Das kann man überall tragen. Jetzt gehen wir weiter, komm. Weihnachtsgeschenke sollen wir kaufen. Ey, mitten im Oktober Weihnachtsgeschenke kaufen, ich dreh durch. Dann schauen wir mal, wen haben wir denn da alles? Ja, das passt schon. Den schenken wir alles das Gleiche, gell? Schau, so, zack. Da, jetzt gehen wir zur Klasse, liebe kleine Michelle, gell? Und dann haben wir das schon. Man muss sich ja nicht mehr so viel Gedanken machen in der heutigen Zeit. Wenn man allen das Gleiche schenkt, weißt? Mein persönlicher Tipp ist, keiner böse. Gehst du zur Kasse, hab ich gesagt. Was ist denn, Michelle? Na, nicht in der Feuerwehrauto. Wir müssen so viel einkaufen noch. Und mit dem Feuerwehrauto willst du jetzt unbedingt rein. Das ist ja immer das. Das ist ja immer das mit den Kindern, was? Die Feuerwehrauto! Ha? Ja, dann geh rein jetzt da. Komm. Was ist denn schon wieder los? Ah, Mensch, mit Kindern durch die Stadt, du. Einen Krepp willst du jetzt? Das kostet jetzt gerade nicht mein Zeitplan. Mensch, immer diese Nichten, gell? Ja, dann kriegst du halt einen Krepp, Mensch.
So, Schatz, jetzt muss ich aber erst einmal schauen, ob der zu heiß ist. Nicht, dass der zu heiß ist, dann verbrühst du dich. Nein, ob ich zu heiß bin. Tschüss. Ja, wie, du hast doch jetzt einen ganzen Crepe gegessen, fast. Also, ich habe ein bisschen was. Ja, dann kaufen wir da halt noch einen Crepe, Mensch. Echt, die Kinder von heute, ist schon klar, dass die meisten Kinder, ja, in Deutschland total dick sind, weil die dauernd beim Crepe-Essen zuschauen. Das ist, glaube ich, so meine wissenschaftliche Analyse. Ja, jetzt gehen wir weiter, jetzt kriegst du keinen Crepe, den kriegst du später noch auf. Was, habe ich noch Hunger? Ein Eis kriegst du noch. Ja, komm! So, jetzt schauen wir mal, was brauchen wir denn noch? Winterschuhe für die Michelle, für was brauchst du noch Winterschuhe? Ach geh, okay, Winterschuhe, du kannst fragen, das geht doch noch. Wahnsinn, was mich das alles wieder Geld kostet. Ach geh, okay, musst du jetzt echt Winterschuhe haben? Kaufen wir halt Winterschuhe. Echt, das ist immer das Gleiche mit den Kindern. Sommerschuh, Winterschuh, Faschingsschuh, Schule, lauter so Zeug. Ihr kleinen Kostenstellen, ihr kleinen. Ja, jetzt gehen wir. Na und Michelle, ist doch super, deine neuen Winterschuhe. Die sind groß. Die sind nicht viel zu groß, da wächst du noch. Nein, mit den Kindern, da hat die haben ja alle, das gibt die Kinder, haben ja alle zwei Wochen eine neue Schuhgröße. Na, das passt schon, das ist 42, da bist du 18, bist passt du da super rein, gell? Man muss ja vorsorgen, so ist es. So, und jetzt gehen wir die backen ein, super Ding. Winterschuh für Michelle, Auftrag erledigt, es kann weitergehen. So. Jetzt müssen wir noch was einkaufen, und zwar für deinen kleinen Cousin Bruno. Der hat nämlich bald Geburtstag, der wird 3. Das heißt, wir gehen in ein Spielwarengeschäft. Und du fasst nichts an in dem Spielwarengeschäft. Ganz wichtig ist, dass man Kindern vorher sagt, dass sie nichts anfassen. Komm, nein, du bleibst schön beim Onkel Schorsch. So, schau mal, Michelle, ha? Das ist doch ein super Geschenk für den Bruno, ha? Nein, so ein Murmel. Ist so klein, das kann er sich in die Nase schieben. Ach, das kann er sich überhaupt nicht in die Nase schieben. Schau mal. Das geht. Oh. Oh. Ja, vielleicht nehmen wir doch einen Baukasten. Oh. Was willst du denn schon? Der Brezel oder was? Jetzt, du hast doch gerade vorhin was gegessen. Das ist Wahnsinn, was die Kinder alles zusammenfressen und darüber. Ja, dann gibt's halt der Brezel, da gehen wir jetzt gerade zum Bett. I never knew life could be so fabulous. Jetzt stell deine ewigen Luftballons, die stören mich. Das ist jetzt vorbei hier, Ende aus. So hängen die in meinem Gesicht um. Ja, die fliegen schon wieder. Ja, die werden wieder heil, die gehen jetzt ins Krankenhaus. Life could be so fabulous. Ui, Apfelchips. Entschuldigung, junge Frau, haben Sie auch Einkaufschips? Einkaufschips haben wir leider nicht. Apfel. Den Witz habe ich übrigens von der Michelle. Michelle? Ist sie denn schon? Das möchte ich alles kaufen, wenn der gerade vom Onkel schaut. Mensch, jetzt muss ich mal schauen. Ah, das hat ja alles Geld gekostet heute. Das ist ja der Wahnsinn. Eigentlich wollte ich heute entspannten Sonntag in Irland. Du sag mal, Michelle, hast du meine Kreditkarte gesehen? Hä? Lügst du? Ah ja, ist wurscht, die wird schon irgendwo da drin sein, gell? So, sag mal, das wären ja immer mehr Tüten. Aber ich hab doch gar nicht so viel gekauft, naja. Komm, Michelle, mein Kind. Jetzt geh mal Kaffee trinken. Oh, Michelle, Prost, jetzt haben wir es geschafft, hä? Für die Tante Sophia alles eingekauft. Oh.
Wahnsinn. Aber es hat jede Menge Spaß gemacht am verkaufsoffenen Sonntag in Erlangen. Hat Spaß gemacht? Ja, gell? Wie, du sagst was anderes. Nein, hat uns sehr Spaß gemacht. Und für euch haben wir natürlich diese Woche ein sensationelles Gewinnspiel. Gewinnen könnt ihr einen 30-Euro-Gutschein von der Brasserie und von Toy Time in Erlangen einen Gutschein in Höhe von 40 Euro. Ihr müsst mir aber folgende schwierige Preisfrage beantworten. Und zwar, in welcher wunderschönen Stadt war denn der verkaufsoffene Sonntag? War es A. Breitengüßbach, B. Erlangen oder C. Karlsburg? Die richtige Antwort abgeben unter www.schorschtv.de. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder auf Frankeninfo.tv und am Wochenende zu Hause auf dem Kuschelsender Franken.tv. Und bis dahin sagen wir Tschüss! Tschüss! Sag Tschüss! Tschüss! Und abschalten. Nein! Anlassen! Bis nächsten Mittwoch, gell? Und jetzt du mal schön deinen Apfelsaft da trinken. Michelle, Prost! Mitmachen und gewinnen. Antwort an Double Screen Media. Redaktion Schorsch TV. Neuwiederstraße 16, 90411 Nürnberg. Oder im Internet unter www.schorschtv.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.